Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen Video für Charlie und Paulchen. Ich darf euch heute die Neuheit des Shops präsentieren und vielleicht haben einige von euch schon auf Instagram verschiedene Posts gesehen. Die Mädels vom Designteam haben tolle Sachen gepostet. Alles rund um das Thema Tischkalender-Mini-Buch. Und da gibt es im Shop ganz tolle Sets zu verschiedenen Anlässen. Und ich darf euch heute das Set für Baby-Mädchen zeigen, was alles in dem Set ist. Und ich zeige euch natürlich auch noch, wie so ein fertiger Kalender aussieht. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Das zeige ich euch jetzt. Zunächst einmal würde ich euch gerne vorstellen, was ihr alles nach Hause bekommt, wenn ihr ein solches Set kauft. Und zwar habt ihr 10 Bögen Designpapier und das ist unfassbar niedliches Designpapier, also je nachdem, was ihr euch ausgesucht habt. Hier in der Variante Baby-Mädchen, hier das für die einzelnen Monate oder so kleine Strampler. Also es ist unfassbar viel niedliches Papier dabei. Ja, das ist doppelseitig bedruckt. Ihr könnt also gucken, was euch gefällt. 10 Bögen Papier bekommt ihr in jedem Fall. Passend zu dem Papier gibt es hier diese Chipboards, also das sind so ausgestanzte Pappeteile, die könnt ihr einfach so raustrennen. Die passen genau zu dem Papier und damit könnt ihr dann euren Tischkalender oder das kleine Album, was ihr daraus machen könnt, verzieren. Dann gibt es passende Enamel Dots in den passenden Farben dazu, auch zur Verzierung. Ihr bekommt eine passende Rolle Washi Tape. Dann gibt es auch noch Bänder in den passenden Farben und die Buchringe, die zeige ich euch gleich, wofür ihr die braucht. Und natürlich, nicht zu vergessen, gibt es auch die Stanzen. Und zwar bekommt ihr einmal hier dieses Stanzset. Das ist für die Kalenderblätter und ein kleiner Polaroid-Rahmen. Die sind zusammen in einem Set und dann hier noch so ein Tag. Ausgestanzt sieht das Ganze so aus. Ihr habt also einmal die Kalenderblätter, die ausgestanzt werden. Diesen kleinen Tag hier, da gibt es noch eine Besonderheit zu, das zeige ich euch gleich. Und ein kleiner Polaroid-Rahmen, den ihr benutzen könnt. Außerdem bekommt ihr diese tolle Stanze hier mit den ganzen Wörtern, die man für ein Babyalbum braucht. Mama, Papa, Oma, Opa, Baby. Und dann habt ihr diese tollen eingestanzten Texte, die so aussehen. Ja, das heißt, das prägt sich richtig schön in das Papier hinein und die sind so designt, dass ihr sie auf euren Tag prägen könnt. Ja, also die könnt ihr dann so auflegen und alle passen genau hier hinein und dann könnt ihr euch so kleine, ich zeige euch das nochmal hier an dem Kalenderblatt. Wenn das euer Kalenderblatt ist, dann könnt ihr hier das nehmen und hier an die Seite kleben. Und da steht dann zum Beispiel mein erster Zahn oder mein erstes Wort und mit einem Foto verziert, dann ist das doch richtig niedlich. Da das Ganze ein Buchbindeprojekt ist, bekommt ihr natürlich noch Graupappe. Die ist schon fertig für euch zugeschnitten. Und in dem Set ist auch Buchleinen mit dabei. Und weil Buchbindeprojekte nicht so ganz einfach sind, bekommt ihr außerdem zu diesem Set auch noch eine Anleitung. Und die bekommt ihr per Mail und könnt ihr euch ausdrucken. Ich habe die mir hier schon mal in klein ausgedruckt. Und dann kann auch nichts mehr schief gehen. Ihr könnt Schritt für Schritt der Anleitung folgen und euren eigenen ganz persönlichen Tischkalender basteln bzw. ein eigenes Buchbindeprojekt starten. Ich zeige euch jetzt, was ich aus diesem Set gebastelt habe. Hier habe ich einmal einen Tischkalender gebastelt. Wie ihr seht, habe ich ein Titelblatt designt mit den Embellishments und den Stanzen aus dem Set. Und hier habe ich einen kleinen Tag aus dem Papier ausgeschnitten, noch hier aufgeklebt.
dort ist dann einmal das Wort oder der Satz, da bin ich eingestanzt in diese kleine Halterung hier. Und das Ganze hier habe ich noch nicht festgeklebt. Das heißt, darunter kann man noch ein Foto anbringen und es dann festkleben. Eine kleine Schleife habe ich ergänzt. Und so sieht das Ganze dann aus. Und hier innen drin habe ich das hübsche Papier mit den Klemmerchen verwendet und außen das Buchbindelein. Das Schöne daran finde ich, dass man, wenn man jetzt hier so ein Titelblatt hat, kann man hinten dran die Fotos machen. Und ich würde es folgendermaßen machen. Ich würde immer ein Foto auf die Vorderseite machen. Und das Schöne an dem Designpapier ist, dass es doppelseitig bedruckt ist. Das heißt, wenn der Kalender nachher hier so steht, die kleine Schleife könnte man dann auch abmachen, damit das ein bisschen besser hält nachher. Wenn der Kalender hier so steht, kann ich hier ein Foto haben und hier ein Foto haben. Das heißt, ich suche mir hier ein schönes Bild aus und klebe ein weiteres Foto auf die Rückseite und habe von zwei Seiten einen Tischkalender mit Fotos und dieses Papier ist einfach zuckersüß. Das Ganze steht hier wunderbar von alleine und man kann natürlich auch die Ringe wieder abmachen. Das ist ganz leicht, einfach so auseinanderziehen. Und dann könnte man ihn sogar verschicken, indem man ihn dann flach zusammenlegt. Ich finde, das ist ein super süßes Geschenk für ein neugeborenes Baby. Und ja, ich bin ganz gespannt, was ihr aus diesen Sets macht. Die Kids gibt es zu ganz verschiedenen Themen. Babymädchen, Babyjunge, auch ein Erinnerungsalbum in einem traurigen Fall oder zum Thema Reise. Schaut doch einfach mal in den Shop von Charlie und Paulchen. Ich verlinke euch natürlich alles wie immer unten in der Infobox. Dort findet ihr auch eine Anleitung, wie man dieses Album hier bastelt. Die ist aber mit dem Kit sowieso schon dabei. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kreativwerden. Zeigt uns eure Ergebnisse doch gerne auf Instagram. Ich würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich eine gute und kreative Zeit. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss!